Darf ich vorstellen? Mein neues Spielzeug, schaut es euch an. Nach dem Intro geht's los. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video und ihr habt schon gesehen, es geht um ein E-Bike. Es war eigentlich schon immer klar, aber es hat lange gedauert. Ich habe mir jetzt tatsächlich endlich mal ein E-Bike angeschafft. Das ist von der Firma Zeirascher. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Firma hat in China angefangen, 2014, als ganz kleines Unternehmen. Und da haben die online Fahrradteile verkauft. Und jetzt sind die global unterwegs und bauen wirklich fantastische E-Bikes. Und ich habe mir jetzt endlich mal eins gegönnt. Warum habe ich mir eins gegönnt? Also viele holen sich ja ein E-Bike, weil sie ALT haben. Ich muss gestehen, ich habe das auch, aber das ist bei mir nicht der Grund. Ach, ihr wisst gar nicht, was ALT ist? ALT ist alt. Alt, ja, also viele Menschen holen sich sicherlich ein Elektrofahrrad, um es ein bisschen einfacher zu haben. Aber ich, bei mir ist es ein bisschen anders. Ach, ich zeige euch mal meinen bisherigen Fuhrpark. Ja, schaut mal, hier stehen unsere bisherigen Räder der gesamten Familie. Das ist so zwischen Schuppen und Hauswand. Habe ich hier eine Überdachung. Habe ich ein bisschen aufgeräumt, aber ich stehe jetzt auch schon gleich vor dem nächsten Problem. Ich weiß gar nicht mehr, wo das E-Bike überhaupt stehen soll. Aber da habe ich schon eine Lösung im Auge. Mal sehen, wo das hinführt. Kann ich euch bestimmt noch im Laufe des Videos präsentieren. Ich glaube, ich löse das jetzt gleich schon mal auf. Ich habe hier einen super Halter bei Amazon gefunden. Hier hängen jetzt alle Räder, außer das kleine, und das neue steht dann hier. Aber Fahrrad fahre ich schon mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben lang fahre ich Fahrrad. Ich erinnere mich noch, kleines Kind hatte ich hier diesen Bananensattel. Geile Zeit. Ja, auf jeden Fall habe ich vor ungefähr 25 Jahren, das war mein erstes Mountainbike hier, der Steppenwolf, hat damals schon richtig Kohle gekostet. Habe ich immer noch verrichtet seinen Dienst, fährt jetzt meine Frau, funktioniert wirklich gut. Und so vor 12 Jahren ungefähr habe ich dann dieses hier dazu bekommen. Das ist auch der absolute Hammer. Also ich fahre gerne Mountainbike, ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre auch gerne Offroad. Ist jetzt also nichts, was ich jetzt gerade erstmal neu beginnen würde. Macht mir schon mein Leben lang Spaß. Aber wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich eine absolute Affinität zu Technik habe. Und ich fahre ja auch ein E-Auto und nicht nur irgendein E-Auto, sondern das ist ja ein Tesla Model S. Und das ist ja nun auch nicht gerade so eins der langsamsten E-Autos, die da unterwegs sind. Ich stehe total auf die Power, die von so einem Elektromotor ausgeht. Und ihr glaubt gar nicht, wann ich zum ersten Mal auf so einem Elektrofahrrad gesessen habe. Das ist gut 15 bis 17 Jahre her. Da hat noch kein Mensch in überhaupt irgendeiner Form E-Auto in den Mund genommen oder E-Scooter oder E-Fahrrad. Da war ich auf einer Sonderpostenmesse und da war ein chinesischer Hersteller. Und da habe ich mich auf das erste E-Bike überhaupt gesetzt und es hat mich total geflasht und fasziniert. Kaum trittst du in die Pedale, dann fährt das Ding eben einfach los und unterstützt dich dabei. Das macht wirklich irre viel Spaß, aber es ist auch so ein bisschen wie bei dem Tesla. Wenn du das einmal ausprobiert hast und du bist begeistert, dann bist du infiziert. Also bei mir stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, warum hat es wirklich so lange gedauert? Ja, das hier ist der Zeirascher Ranger. Wir packen ihn gleich aus. Lasst euch überraschen. Das ist ein wirklich heftiges Fatbike. Und ich denke mal, dass mich das genauso begeistern wird, wie ich mir das schon vorgestellt habe. Wenn ihr ins Internet schaut, haben wir da eine deutsche Webseite. Die mündet allerdings dann in Frankreich, also in Paris, und da kommt dieses Rad jetzt auch her. Das war gerade mal 3 Tage lang unterwegs per Expresslieferung. Das ist also auch wirklich fix da. Das Ding liegt irgendwie so bei 2,9. Naja, ich habe jetzt übertrieben, 2.899 Euro. Und das ist sicherlich ein Betrag, den hat auch nicht jeder mal eben liegen. Aber wenn ihr euch im Bereich der Elektrofahrräder umguckt, dann werdet ihr feststellen, man kann auch das Doppelte oder sogar das Dreifache ausgeben. Auch da ist oben überhaupt keine Grenze gesetzt. Aber ich denke mal, ich habe hier ein richtig tolles Bike für 2,9, was durchaus mit deutlich teureren Rädern anderer Hersteller mithalten kann. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Na, das ist doch mal fett verpackt. Was haben wir denn hier? Da guckt schon mal ein Maulschlüssel raus. Werkzeug.
Fahrzeug, Werkzeug, Pedale, ein Gasgriff. Ein Gasgriff ist verboten. Da können wir gleich zu einem wichtigen Punkt kommen. In dieser Version, wie ich es geliefert bekommen habe, ist es für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Das heißt, es hat einen offiziell 250 Watt Motor und die Tretunterstützung. Tretunterstützung geht bis 25 Stundenkilometer. Dann hört sie auf und ein Gasgriff darf natürlich nicht verbaut werden. Das ist dann ein sogenanntes Pedelec. Dann gibt es sogenannte S-Pedelecs. Die dürfen, meine ich, einen Gasgriff haben, zusätzlich zur Tretunterstützung. Die dürfen auch mehr als 250 Watt haben und die dürfen auch 45 Stundenkilometer fahren. Dann braucht man allerdings ein Versicherungskennzeichen und das Fahrzeug muss natürlich eine Zulassung haben, damit man dieses Versicherungskennzeichen überhaupt bekommen kann. Und soweit ich weiß, hat diese Version dann, die ich auch hätte bestellen können, dann keine Zulassung. Das heißt, ich hätte auch kein Kennzeichen kriegen können. Ich würde das dann verbotenerweise fahren. Das will ich natürlich nicht. Also den darf ich schon mal nicht verbauen, aber nice to have. Es handelt sich übrigens um ein und denselben Motor, nur um das an dieser Stelle mal klarzustellen. Du kriegst also in jedem Fall dasselbe Fahrrad. Der hat ja mich jetzt auch schon einen 750 Watt Motor und kann auch schon theoretisch 45 Stundenkilometer schnell fahren. Es ist nur beschränkt, an welcher Stelle auch immer, aber es handelt sich um ein und dasselbe Fahrrad, egal welche Version ihr bestellt. Es ist eben nur beschränkt in der Version, in der ich es jetzt bekommen habe und damit ist es zugelassen. Es sind Spiegel dabei. Na, das muss wohl nicht sein. Die Dinger sind natürlich wichtig. Hier haben wir noch eine Lampe und die Lampe soll auch hupen können. Bin gespannt. Ja, das kann ich noch nicht erkennen, was es ist. Nochmal wieder Werkzeug und das Netzteil. Das Netzteil, das könnte ich mir vorstellen, das lasse ich schon mal draußen, wenn ich den gleich laden will. So, ein Seitenschneider war jetzt nicht dabei, kann aber nicht schaden, wenn man sowas hat. Und hier kommt, ich denke mal, das Vorderrad. Alter Verwalter, könnt ihr das sehen? Oh, das ist der Hammer. Es gibt ja Autos, die haben dünnere Reifen. Ja, liften wir mal den Rest. Schaut mal, da ist sogar eine kleine Fußpumpe bei. Witzig, wusste ich gar nicht. Oh, hier ist der Akku. 20 Amperestunden bei 52 Volt. 1 Kilowatt. Sattel. Würde ich sagen, ich starte mal mit dem Sattel. Kann ich es nämlich auf den Kopf legen. Das ist schnell gemacht. Hier ist nichts mehr. Ja, Leute, so sieht's aus. Also ganz im Ernst, Leute, der erste Eindruck von dem, was ich hier so sehe, Schweißnähte, Lackierung, das sieht alles wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Stoßdämpfer, also bin echt beeindruckt. Den hier drehe ich jetzt, glaube ich, erstmal nach vorne, das macht Sinn. Versuche schon mal, den gerade zu kriegen, aber das wird wohl noch nicht klappen. Ja, Lenker dran machen, ne? Erstmal ein bisschen provisorisch hier, dass wir weiterkommen. So, ich habe das Fahrrad jetzt mal auf den Kopf gestellt, wie ihr seht, und habe hier zwei Klötze untergetan, damit es hier nicht auf dem Display liegt. So, jetzt müssen wir hier vorher noch einmal die Bremse freilegen. So, da ist nämlich hier noch so ein kleiner Abstandsnupsi drin. Oh, sieht auch sehr gut aus alles. Es ist wirklich alles total, total toll verarbeitet. Besteht auch keine Frage, wie rum das reinkommt, weil die Scheibenbremse ist ja nun mal nur auf einer Seite. So, ja, das sind dann die Sachen aus dem kleinen Tütchen. Das ist genau das, was ich brauche zum Festschrauben des Rades. Und schaut mal, hier sind sogar Ersatzbremsklötze dabei. Das ist schon cool. Ich habe noch nie Bremsbeläge an einem Fahrrad gewechselt. Ja, mein erster Eindruck war ja, warum ist da kein Schnellverschluss dran? Jetzt muss ich einen Imbusschlüssel nehmen, aber ich muss gestehen, so oft ist man da ja nicht dran. Und ich meine, Diebstahl geht ja auch schneller mit dem Schnellverschluss. Hier müsste man jetzt einen Imbusschlüssel dabei haben. Wunderbar. Kleinkram wieder zurück. Akkugehäuse. Wow. Ja, dann bringe ich an dieser Stelle nochmal die Paddeldadels an, die Pedale.
Falls jemand von euch noch niemals an einem Fahrrad rumgeschraubt hat, dann müsst ihr zu der Erkenntnis kommen, dass eine Pedale Linksgewinde hat und eine Pedale hat Rechtsgewinde. Ist ja logisch, weil wir drehen nur in eine Richtung. Und wenn wir dann das Gewinde in der Laufrichtung hätten, dann würden wir Gefahr laufen, die Pedale loszutreten. Ja, deswegen haben wir jetzt also hier verschiedene Pedale. Hier steht jetzt dran links. Links ist extra eingezeichnet. Hier steht auch für doofe links dran, wobei man das hier sicherlich auch hätte alleine rausfinden können. Und hier geht es nämlich andersherum. Das heißt, das linke Pedal wird genau andersrum eingeschraubt, als wir es gewohnt sind. So. Dieses Pedal wird dann richtig rum eingeschraubt. Aber wenn man es von dieser Seite macht, dann ist es nämlich genau dieselbe Richtung. Nämlich von hier aus gesehen gegen den Uhrzeigersinn. Okay, ja. Dann setzen wir jetzt mal den Akku ein. Oben hat er ja ein Schloss, hier unten hat er die Anschlüsse. Ich denke mal, er kommt unten zuerst rein. Ho. Das ging ja gut. Okay, jetzt ist er abgeschlossen. Nochmal andersrum. Verriegelung weg. Er wird schon lose. Und dann, achso, dann kann ich hier oben drehen. Ah, an dem kleinen hier. Okay. Und jetzt schnappt er ein. Mit dem kommt er raus. Jetzt verriegel ich. Und jetzt passiert hier nichts. Ja, einfach. Schaut euch das an, Leute. Ist das nicht der Hammer? Ein irres Gerät. Wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und diese Wahnsinnsreifen. Das Einzige, was ich vielleicht noch mal irgendwie austauschen würde, wären diese Dinger hier. Die sehen doch ein bisschen komisch aus. Da finde ich bestimmt noch was Schickeres. Also ich meine, das Katzenauge ist ja gut, aber hier diese weißen Plastikextender, die gefallen mir jetzt nicht so gut. Aber da tut dem Rad ja keinen Abbruch, ne? Hier haben wir jetzt die Stütze und so wie es aussieht, kann man hier auch noch den Federweg einstellen. Also, das funktioniert sehr gut. Ah, das ist wahrscheinlich schon mal an und aus. So, jetzt ist wieder an. Ja, und hiermit, ich sehe nämlich hier Slow, hier ist nämlich noch so ein kleiner Riegel, kann man wahrscheinlich auch noch verstellen. Habe ich jetzt noch nicht in die Bedienungsanleitung geschaut, aber okay, also sie geht an. Sie gibt einen Hebel aus. Wir unterscheiden ja zwischen Betrieb auf der Straße. Also da klauen einem diese Sachen auch Energie. Also auch hier vorne, das Ding kann auf einer normalen ebenen Straße bedenkenlos ausgeschaltet werden. Aber im Gelände macht es sicherlich Sinn, wenn wir diese Federung eingeschaltet haben. Aber das kann ja letztendlich jeder nach seinem persönlichen Gutdünken machen. Ja, vorne federt sie. Und jetzt ist sie aus. Also auch hier haben wir einen kleinen Drehschalter, den man hier verstellen kann. Für wirklich sehr weich. Den lässt er sich stufenlos verstellen. Bis hin zu federt nicht mehr. Und kann man auch während der Fahrt machen. Das begeistert mich ja schon mal. Hier haben wir das Farbdisplay, da kommen wir noch zu. Ja, dann richte ich mir das jetzt mal auf meine Größe ein und baue nochmal die Lampe an. Lampe, das Ding hat ja auch noch Licht. So, jetzt habe ich mir noch das Zubehörpaket mit dazu geholt. Das ist einmal ein Gepäckträger und Schutzbleche. Die Schutzbleche sind wirklich der Hammer. Wahnsinn. Ja, damit ist es bestimmt nicht mehr ganz so sexy wie jetzt. Aber wir leben hier ja in Norddeutschland. Und ja, wenn ihr schon mal mit einem Rad gefahren seid, was kein Schutzblech hat, da kann einem der ganze Rücken voll sauen. Also Schutzbleche, denke ich, machen schon Sinn. Von daher Schutzbleche, die baue ich jetzt mal an. Ja, das passt natürlich auch hier vorne gerade mal gut mit der Lampe. Kann ich auch irgendwie beides zusammen anbringen. Was mache ich denn jetzt zuerst? Ich glaube zuerst die Lampe. So, Lampenkabel. Hier ist ein einziger, der da wohl reinpassen würde. Ich denke mal, so viel Auswahl habe ich da nicht. Oh, angeschlossen. So, dran. Das war das hintere. Schutzbleche sind jetzt dran. Und was sagt ihr? Hat es seinen Charme verloren oder sieht es immer noch hammergeil aus? Also ich finde es immer noch cool. So, das ist übrigens hier die Pumpe, die dabei war. Die macht auch gar keinen so schlechten Eindruck. Ist auch so eine reine Fußpumpe hier. Aber bin ja mehr so der elektrische Typ. Deswegen habe ich mir hier auch gleich eine mitbestellt. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Da sind hier also, ja, wie spreche ich das aus? Extra Bizzi. Extra Bizzi.
keine Ahnung, ist so ein bisschen Extrabizzi. Ihr findet den Link. Also hier sind verschiedene Aufsätze bei, Ladekabel, kleine Tasche hier noch, dann zwei von diesen Aufsätzen für unterschiedliche Ventilarten. Das ist jetzt hier Autoventil, das ist ja auch das, was wir brauchen. Und hier hinten haben wir dann noch so ein paar Kleinigkeiten drin, Adapter und dergleichen für Bälle und all die anderen Sachen, die dann noch so kommen können. So, ja, 0,66 Bar sind drauf, das ist natürlich viel zu wenig. So, 2,9, habt ihr gesehen? Das soll mal reichen. Ja, witzigerweise hat das Ding, habe ich gerade gesehen, sogar Licht. Ja, ist bestimmt gar nicht schlecht, wenn man mal irgendwie im Dunkeln unterwegs ist und die dabei hat. Und wenn man nochmal drückt, dann haben wir ein rotes Flashlight. Oder wechselseitig rot-weiß. Grün, weiß, rot, grün, wofür immer das gut ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber cooles Teil, muss man irgendwie unterbringen und sicherlich ganz sinnvoll, wenn man so ein Viech dabei hat. Aber jetzt werde ich mit euch mal eben so ein paar Highlights abgehen in der Nahaufnahme, dass ihr euch selber mal ein Bild von dem Rad machen könnt. So, fangen wir mal im Bereich der Vorderachse an. Sieht also wirklich alles sehr ordentlich wertig und verarbeitet aus. Hier der Bereich mit der Bremse, Felge, Schutzblech und Lampe halt, die natürlich auch leuchtet. Könnt ihr mir vorstellen, dass diese vier LEDs wirklich gutes Licht abgeben und hupt, sie hupt. Hier Bereich Tretlager, schaut euch diese Schweißnähte an, gefällt mir sehr gut. Der mittlere Stoßdämpfer, auch hier wieder Schweißnähte. Das hintere Schutzblech, das rote, ist ja von Beginn an dabei. Das schwarze ist jetzt von mir. Hier haben wir die Neuengangsschaltung. Ja, wirkt alles sehr, sehr schön. Auch drüben wieder eine Scheibenbremse. Macht wirklich wertigen Eindruck. Rückleuchte. Natürlich ein Barfangmotor hier an der Hinterachse. Nicht? Wer sich einfach mal mit Rädern auseinandersetzt, Elektroantrieb, der kommt an Barfang nicht vorbei. Hier das Tretlager. Auch wie gesagt, alles wunderschön verarbeitet. Der Sattel ist übrigens sehr bequem. Ich musste ihn nur etwas in der Neigung verstellen. Er war so ein bisschen nach unten abschüssig. Hatte immer so das Gefühl, ich rutsche vorne runter. Aber da sind zwei Einstellschrauben, lässt sich super einstellen. Hier mal der erste Blick aufs Display. Jetzt nicht ganz so gut zu erkennen. Licht und Hupe und hier der Gangwahlschalter mit der Unterstützung. Ein- und Ausschalter, Bremsen, Gangschaltung, zwei Hebel. Alles sehr schön. Hier ist der Einsteller für den vorderen Stoßdämpfer. Da können wir dann die Intensität einstellen oder auch völlig abstellen. Und hier sind die Einstellungen für den mittleren Stoßdämpfer. Ja, für den Antrieb, da musste ich mich auch erstmal schlau machen. Es gibt wohl zwei Arten von Sensoren, damit das Fahrrad erfasst, ob der Fahrer vorwärts will oder nicht. Und da gibt es dann einmal den Drehmomentsensor und es gibt den Trittsensor. Hier ist der Drehmomentsensor verbaut und der soll wohl auch teurer sein. Beim Trittsensor, da müsst ihr treten. Und anhand der Geschwindigkeit des Tretens erkennt halt die Elektronik, wie schnell wollt ihr eigentlich fahren. Das kann wohl auch zu Verzögerungen beim Anfahren führen. Und wie gesagt, ihr gebt die Geschwindigkeit immer durch die Trittfrequenz vor. Beim Drehmomentsensor funktioniert das anders. Der erkennt, wie doll latschig in die Pedale. Dadurch fährt er auch relativ schnell los. Und in der hohen Unterstützungsstufe, in der Unterstützungsstufe 5, muss man auch schon ein bisschen vorsichtig sein. Also mit einem eingeschlagenen Vorderrad sollte man nicht unbedingt dann in den Tritt gehen. Aber ja, wie gesagt, das ist alles Gewöhnungssache. Ich habe schon mal eine Probefahrt gemacht, gefiel mir sehr gut. Und ja, es kommt dem eigentlichen Fahrgefühl deutlich näher, weil es ist beim richtigen Fahrrad ja auch so. Da entscheidet ihr euch ja auch durch eure Kraft, wie schnell wollt ihr fahren. Und das ist hier genauso. Latscht ihr nicht so doll rein, dann fahrt ihr eben behutsam los und latscht ihr richtig rein, dann macht es auch richtig Dampf. Es gibt übrigens noch einen sehr sinnvollen Grund für ein Elektrofahrrad. Und zwar hat ja jeder jeder, der Fahrrad fährt, zumindest geht es mir so, hat ja so seine Range. Das sind Wege, die man bereit ist, mit dem Fahrrad abzufahren. Und wenn diese Range dann irgendwann überschritten wird und ein Ziel liegt dahinter, dann ist man geneigt, zumindest ist es bei mir so, zu sagen, ja, komm, ich steige ins Auto.
das erledige ich jetzt mit dem Auto. Und mit so einem Rad, da wird die Range natürlich drastisch erweitert. Also ich sehe mich jetzt viel häufiger auf dem Rad als früher, zumindest wenn ich dann dieses hier nehme, weil die Dinge, die ich bereit bin, mit dem Fahrrad zu erledigen, die Entfernungen, die daraus resultieren, die sind jetzt wesentlich größer geworden. Also ich hatte eben schon mal, wir haben gerade heute starken Wind. Ich bin mit vollem Gegenwind, ohne mit der Wimper zu zucken, bin ich die 25 Stundenkilometer gefahren, sogar leicht bergauf. Aber wir machen ja auch nochmal Fahrt zusammen. Also macht schon Spaß. So, ich habe jetzt hier eine Halterung verbaut für diese Fahrradtasche hier. Da kann man hier oben das Handy mit reinmachen. Und dann kann man schön während der Fahrt das Handy benutzen. Zumindest navigieren oder so, oder Musik hören. So, hier kommt jetzt noch ein cooler Flaschenhalter hin. So, jetzt bin ich ready für die große Fahrt. Das Schloss ist auch schon angebaut, wie ihr seht. Ja, ich würde sagen, dann sind wir bereit für den ersten Ausritt. Das ist hier mein neuer Helm von Lumos mit MIPS-System. MIPS ist irgendwie so besonders gehirnschonend beim Aufprall. Hier kommt gleich meine neue Helmhalterung drauf. Für meine Osmo Action 2, damit ihr das live miterleben könnt. Hier vorne, weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann bei Licht, der leuchtet. Hier hinten leuchtet er auch, hat Rücklichter. Und das ist der Hammer hier, Achtung, der kann blinken. Andere Seite. Hammer, ne? Da gibt es hier eine Fernbedienung am Lenker. Und dann kann man mit dem Helm blinken. Stark, was nicht alles gibt, ne? So, Bike einschalten, da ist es. So, wir gehen mal Stufe 5. Danke! So, wir sind jetzt hier ebenerdig. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt das Display sehen könnt. Das wird sich nachher zeigen. Ich habe jetzt Unterstützungsstufe 1 und wir machen mal den Test bis 25. Ich weiß selber nicht, wie lange es dauert. Ich lasse die Stoppuhr einfach mal dann parallel nachher im Video nebenlaufen. Und jetzt machen wir 25 bei Stufe 1. Ich bin im sechsten Gang und da bleibe ich auch in allen Tests. Achtung, fertig, los! So, das war 25, Stufe 2. Achtung, fertig, los! Und 25. Stufe 3. Und los. 25. Stufe 4. Und los. 25. Und jetzt Stufe 5. Achtung, fertig. Los. 25. Wow. Und ja, aktuell 30, aber ich merke keine Unterstützung. Hammer! Oh, ein Berg. Wow, seht ihr diesen Pfad da vorne? Das sieht ja cool aus. Das ist ja eigentlich nicht zu schaffen. Ich versuche das mal. Was machen wir? Machen wir Gang 2. Und dann hoch. So, dann gehen wir erstmal an. Oh wow, sieht schlimmer aus als gedacht. Ja. Und? Ihr merkt es schon, Leute, ich bin außer Atem. Das ist der Wahnsinn. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf so einem Elektrofahrrad gar nichts machen muss. Es geht nur alles unlängst einfacher. Ihr habt es gesehen, die Steigung, Gegenwind,
alles lässt sich bewerkstelligen, aber es ist doch richtig Arbeit. Ich glaube, ich bin schweißnass. Also es macht wirklich einen Heidengaudi. Und ich denke mal, das liegt an diesem Drehmomentsensor. Ich glaube nicht, dass ich mit dem anderen Sensor da hochgekommen wäre, weil der nämlich eine durchschnittliche Pedalgeschwindigkeit braucht. Und die lässt sich da oben ja gar nicht aufrechterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem normalen Bewegungssensor wahrscheinlich auf halber Strecke abgekackt wäre. Aber der hier, der hat ja immer meinen Druck gemerkt an den Pedalen und ist dann da wirklich hochgekommen, hätte ich nicht gedacht. Heidewitzka, Leute, das macht echt Spaß. Aber ich glaube, jetzt muss ich nach Hause putzen. Alter Falter, war das anstrengend. Gut, dass ich die mitgenommen habe hier. So, ganz entspannt zurückfahren. Wenn man nicht voll reinlatscht, dann geht das auch wirklich angenehm. Also man muss nicht ins Schwitzen kommen, aber wenn man will, dann kann man. So, wir haben jetzt hier auch den Ständer. Guckt euch das mal an. Also auch das ist mal nicht Ständer Gepäckträger. Das ist mal ein richtiges Teil. Das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich früher so an meinem Fahrrad hatte. Scheint ganz einfach zu gehen. 4 Schrauben. Wir checken das mal. Und wie sieht das aus? Ist das jetzt weniger schick? Oder geht das noch? Ja, und gerade jetzt eben, just in time, ist mein neuer Fahrradsitz gekommen. So, klipst man einfach die Halterung drauf. Das Rücklicht habe ich von hier auch schon abgebaut und habe es schon hier an dem Ständer montiert. Gepäckträger, an dem Fahrradgepäckträger. Die Schrauben passen genau rein, weil wenn hier jemand sitzt, sieht man es ja nicht mehr. Das wäre ja blöd. Ja, ich versuche das mal hier. Das wäre ja eigentlich prädestiniert dafür. Mal gucken, ob ich es da rankriege. Oh. Das macht doch einen super Eindruck, oder? Hammer, du. Als wenn die dafür gemacht wären. So. So, ich habe den ja noch nicht draufgesetzt. Mal gucken hier. Vorne drunter und... Cool, oder? Jetzt kann man den hochklappen. Schon hat man eine Lehne. Dann sollen wir den auch noch aufmachen können. Guck, hier ist ein 3-Punkt-Gurt drin. Hammer. Dann hole ich jetzt mal meine Tochter von der Grundschule ab. Die wird staunen. Ja, Leute, das ist wirklich ein extrem cooles Bike. Ich habe gerade meine jüngere Tochter von der Schule abgeholt. Aber der Gepäckträger ist so dermaßen stabil, also auch wenn da mal eine 9-Jährige drauf sitzt, kann man super fahren. Und außer, dass man das Gewicht hinten merkt, der Motor scheint das gar nicht zu jucken. Also ein gelungenes Bike. Also du kannst damit cruisen, so weiß ich auch nicht. Das Ding soll ja irgendwie 80 Kilometer halten mit Tretunterstützung, ohne Gasgriff länger. Aber den Gasgriff kann ich ja nicht benutzen, ist ja verboten. Und wie gesagt, wenn man einfach nur so mittritt, dann kann man die 80 Kilometer auch schaffen, wenn der Popo das denn durchhält. Aber man kann sich auch richtig verausgaben. Das heißt, wenn man ins Gelände geht, kommt man da auch schweißnass runter. Man kann sich genauso alle machen wie auf dem anderen Mountainbike auch. Man schafft hiermit einfach nur mehr. Man schafft das Ganze dann schneller. Man schafft größere Steigungen. Also es ist wirklich für jeden was dabei mit diesem Bike. Es macht wirklich Spaß. 80 Euro gibt es als Gutschein, Leute. Habe ich hingekriegt. Ich habe gesagt, mach ein Video und dann der Link ist unten. Kriegt ihr 80 Euro Gutschein, wenn ihr so ein Ding bestellt. Und ja, also falls ihr euch gerade für ein E-Bike interessiert, solltet ihr zumindest hier bei Zahlrascher mal vorbeischauen. Ne? Ja, und dann bis zum nächsten Video. Euer Ingo. Musik